Volldepp. Du musst Sebastian und den Rest der Mikrodrohnen einsetzen, um die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Aber zuerst musst du das Lasernetzwerk passieren. Ich empfehle einen Spider-Bot und starke Nerven. Babyleicht. Ich schaff das. Keinen leichten Job, doch er ist äußerst wichtig. Wir investieren gerade zahllose Stunden in Informationsbeschaffung. Und doch entgeht uns immer noch etwas. Wir tun unser Bestes, sagen sie, stimmt. Aber das ist noch nicht gut genug. Nein, das klingt nicht gut. Doch auch wir sind nicht perfekt. Ja, das wird Ihnen gefallen. Klingt bescheidener. Wir urteilen manchmal falsch, weil wir menschlich sind. Doch Fehler sind nicht erlaubt. Wir sind der letzte Ausweg, das Volk zu schützen. Projekt Themis wird für Gerechtigkeit sorgen und für Schutz. Mit Hilfe von Daten werden Muster zur Erkennung von Verbrechen erstellt. So überwinden wir die Schwächen unserer eigenen Natur. Nicht schlecht. Sie werden natürlich Fragen haben, berechtigterweise. Es ist eine extreme Maßnahme und es gibt Missbrauchspotenzial, aber es ist im Sinne Londons.
Alle nicht autorisierten Personen müssen das Gelände verlassen. Einbruchsalarm. Okay, Sebastian. Dafür haben du und deine Freunde trainiert. Zeit, das Sicherheitssystem zu durchbrechen. Für... Überleg nur mal, was wir mit dem kleinen Ding alles anstellen könnten. So ist es richtig. Das wird super. Keine Zeit für Tränen. Das ist Sebastian, ein anderer unserer zahllosen Mikrodrohnenfreunde. Sie heißen natürlich alle Sebastian. Perfektion lässt sich nicht verbessern.
sind die Kerne. Zerstöre sie, Sebastian. Und sei bloß vorsichtig dabei. Vater sehr stolz gemacht, Sebastian. Oh gut, du solltest jetzt den Themis-Projektraum betreten können. Dann ruinieren wir Nigel mal den Tag. London. Einst ein Leuchtfeuer des Anstands, jetzt ein Sumpf der Gesetzlosigkeit. Die Menschheit kann sich eindeutig nicht mehr selbst überwachen. Aber zum Glück müssen wir das auch nicht. Willkommen bei Projekt Themis. Albion, ist es gelungen, mit LiveScore, einem Aggregator biometrischer und persönlicher Daten, ein bestehendes System auf unseren neuen, autonomen Drohnen anzuwenden. Diese Drohnen können Bedrohungen identifizieren, isolieren und terminieren, bevor sie Schaden anrichten. Sie können überall hin. Sie sehen alles. Sie töten ein Ziel in einer Gasse oder in Menschenmassen mit perfekter Präzision. Themis-Drohnen tun das, womit Menschen immer Probleme hatten. Handeln unverzüglich und entschlossen. Scheiße, ich wusste es. Der LiveScore-Algorithmus. Mein Algorithmus. Ich hätte ihn löschen sollen, bevor ich gegangen bin. Was soll das heißen, Hamish? Du weißt, wie Themis funktioniert? Nein, also... Ja, das war vor Jahren. Wir haben einen LiveScore-Algorithmus entwickelt. Das war für ein Peacemaking-System, wie Cass es nannte. Es sollte gefährdete Zivilisten identifizieren. Keine Ziele. Leck mich am Arsch. Also könnte Themis theoretisch so programmiert werden, dass es auf Grundlage beliebiger Parameter Leute ins Visier nimmt? Ganz genau. So denkt Cass. Ein Genie, aber ein krankes Genie. Wir müssen das beenden. Und ich weiß auch wie. Wir löschen die LiveScore-Daten und Themis ist erledigt. Scheiße. Okay, ja, gut. Job erledigt. Ja, deine Medaille kriegst du ein andermal. Verschwinde jetzt. Könnte unterhaltsam sein. Ich habe eine Audioübertragung von Nigel Cass abgefangen. Nein, nein. Genug entschuldigt. Das ist meine Stadt und DedSec wird nicht dazwischen funken. Themis sollte London und die Welt verändern. Und diese Gruppe von Terroristen wagt es einzugreifen? Und der verdammte Hamish Bolaji? Ich will sie alle. Sie ließen euch wie Narren aussehen. Spazierten einfach in den White Tower. Und niemand hielt sie auf. Trotz all unserer Sicherheitsmaßnahmen. Hat mir irgendjemand irgendwas zu sagen? Nichts. Gut, alle. Und ich meine, alle in dieser Organisation werden untersucht. Unverzüglich.
Jemand hat geholfen, das ist sicher. Und wir werden ihn oder sie finden. Diesmal kriegen wir sie alle. Tja, das war's dann wohl. Das wird Cass eine Weile beschäftigen. Kein Livescore mehr, kein Themis mehr. Ihr habt's geschafft. Vielleicht, aber ich glaube nicht, dass wir zum letzten Mal von Mr. Nigel Cass gehört haben. Okay, ich weiß, dass ich das mit alberner Stimme gesagt habe, aber ich meine es ernst. Wir können deine Hilfe gebrauchen. Ich bin kein Teamplayer. Überleg nur mal, wie es bei Albion gelaufen ist. Aber ich behalte sie und Cass im Auge und liefere euch vielleicht Infos. Und dann ist da noch Zero Day. Erinnert ihr euch noch? Die haben DedSec 1.0 auf dem Gewissen. Cass hatte da auch seine Hände im Spiel, Bagley. Und bei den Bombenanschlägen. Wir nehmen also jede Hilfe, die wir kriegen können, Hamish. Danke. Im letzten Abenteuer von Detektiv Bagley und seinen zeitweise hilfreichen menschlichen Helfern entdeckten wir, dass eine milliardenschwere Technologie-Mogulin und ein Kriegsgewindler beide menschliches Leid ausnutzen und Tausende umbringen wollen. Eine schockierende Wende. Und wo wir schon bei Verdächtigen sind, Mary Kellys Sklavenhandel könnte jeden Tag stattfinden. Und wir haben ein Notsignal ausgerechnet aus einem Coffeeshop erhalten. Vielleicht ist das WLAN ausgefallen. Und das ist relevant, Bagley? Ja, natürlich steckt mehr dahinter. Aber ich musste einen Witz machen, damit du aufpasst. Ich habe beide Spuren auf deiner Optik markiert. Seltsam. Einer unserer Server wird ununterbrochen vom WLAN eines bestimmten Star Roger Coffees angepingt. Ja? Na und? Ja, zuerst hielt ich das für Noise, aber dann habe ich die Pings dekodiert. Das ist Morsecode. Drei Buchstaben, die immer wiederholt werden. Red weiter. S, O und dann kommt S. Wir sollten uns das ansehen. Schick mir die Koordinaten. Okay, wir sind hier. Was jetzt? Es scheint keine offensichtliche Gefahr zu geben, oder? Dann setz dich und ich pinge die IP an, die uns das Notsignal geschickt hat. Miss? Danke fürs Club-Handy, aber ich bin gerade verwirrt. Das ist ein Kryptophon. Es ist sicher. Jedes Gerät im CTOS kann angezapft werden. Wenn man uns belauscht, sind wir tot. Und zwar beide. Wer zur Hölle ist da? Unwichtig. Wichtig ist, dass ich Insider-Informationen zum SIRS habe. Ich glaube, dass skrupellose Officer die Spur auf euch gelenkt haben. Ich sag's nicht gern, aber vielleicht kann nur DedSec sie aufhalten. Okay, wir hören zu.
aber keine Versprechen. Gut, ich habe die Koordinaten eines Treffpunkts auf einem Gerät in dieser Einrichtung versteckt. Bagley? Sabine? In was geraten wir da gerade hinein? Okay, das ist uncool. Dieser Sirs-Typ meint also, dass Zero Day in Wahrheit Typen von Geheimdienst sind. Macht irgendwie schon Sinn. Die Anschläge waren für Außenstehende so ausgeklügelt, aber der Sirs könnte das. Offiziell nutzt der SRS Signals Intelligence Response Service C2S-Überwachungsdaten, um terroristische und kriminelle Bedrohungen zu identifizieren. Dann schicken sie Albion los, um alles abzuballern. Zum Beispiel... Als Reaktion auf die Gewalttaten in London verlängert der Sirs das Recht der Anwendung von Schusswaffengewalt für Polizeitruppen und Albion-Sicherheitskräfte. Inoffiziell liest der SRS mit deinen Daten deine unartigen Gedanken und verhaftet dich dafür. Das wären dann Mittel und Gelegenheit. Fehlt noch ein Motiv. Der Sirs ist ein Faschistenhaufen, aber sie sollen Gruppen wie Zero Day von Terroraktionen abhalten. Wie so eine anzetteln. Frag den Typ, wenn du ihn triffst. Leute, unser Sirs-Kontakt ist nicht hier. Und es gab offensichtlich einen Kampf. Vielleicht ist der SIRS an ihm dran. Wenn du auf das Überwachungssystem der Gegend zugreifen kannst, kann ich alles in AR nachbauen. Ja, ich probier's mal. Wie geht's denn so? Was bringt euch denn her? Ich hab nichts gesehen. Was meinst du damit? Moment, du siehst nicht aus wie... Oh Mist! Du bist undercover, hab ich recht? Und willst sehen, ob ich rede, ja? Das wird nicht passieren. Wow, 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 sachte. Ich hab nichts gesehen. Das war's. Jetzt geh zurück und ich rekonstruiere, was mit unserem Kontakt passiert ist. CTOS, AR, da. Das scheint unser Kontakt zu sein. Leck mich am Arsch. Sieht nicht nach seinem besten Tag aus. Analysier die Hinweise im AR-Workspace darüber, was mit ihm passiert ist. Das ist eine nicht tödliche Waffe. Dann lebt er wahrscheinlich noch, auch wenn er es vielleicht gern anders hätte.
Sie haben unseren SRS-Kontakt weggebracht, könnten aber noch in der Nähe sein. Ich kann den Weg des Fahrzeugs aus ungesicherten Überwachungskameras rekonstruieren, damit du ihm folgen kannst. Fast durch. Und unser Kontakt auch, wenn du dich nicht beeilst. Anscheinend haben die Angreifer hier angehalten, aber ich sehe sie nirgendwo. Analysieren wir die Daten. Vielleicht finden wir heraus, wo sie hingegangen sind. CTOS, AR, Datenrekonstruktion läuft. Die Angreifer unseres Kontakts wechseln die Fahrzeuge, um Verfolger abzuschütteln. Standardvorgehensweise von privaten Militärtrotteln wie Albion. Die Söldner? Sollte es nicht der Sirs sein? Naja, das sind Söldner. Wenn du dich weiter umschaust, findest du vielleicht raus, warum sie sich für einen SRS-Whistleblower interessieren. Ich habe eine umfassende Analyse des Fahrzeugs durchgeführt und bin zu dem Schluss gekommen, dass es ein Van ist. Sei kein Arsch, Bagley. Sonst noch was? Naja, ich könnte auch anmerken, dass die winzigen Sandreste in den Reifenspuren darauf hinweisen, dass es kürzlich auf einer Baustelle war. Aber du kennst mich ja. Ich klinge nicht gerne wie ein Besserwisser. Schnapp ihn! Ich habe nach Albion-Aktivität gescannt und irgendein Schwachkopf da drin hat vergessen, die Überwachungskamera im Folterungsraum abzuschalten. Pack's auf den Bildschirm. Ich bin nicht der, für den ihr mich... Du bist Malik, ein Sirs-Officer und verräterischer Pisser. Das bin ich nicht. Ich schwöre es. Bitte, bitte. Das scheint in Ordnung zu sein, aber wir sollten wohl nach ihm sehen. Bagley, gibst du mir ein Kartendings? Einsatzleitung an alle Einheiten. Mögliche Feinde in ihrer Nähe. Wir haben die Meldung erhalten. Ende. Zentrale, wir haben einen verletzten Officer. Thank you.
sind an der Zielperson dran. Ende. Zentrale, ich habe die Zielperson verloren. Ich noch ergeben. Sehen wir uns mal um. An alle Einheiten zurückziehen. Zielperson ist verschwunden. Sicher. Ich gehe weiter. Drohne, Suche beginnen. Jetzt alle Türen und Winkel. Weiter geht's. Hier ist die Besoldung. Wir sollten zusammen und das Ziel suchen. Und hopp! Eindringling! Hilfe! Ich brauche hier Hilfe! Mistkerl! Oh, Scheiße! Oh.
4-2, hier ist die Einsatzzentrale. In Ihrer Nähe wurde ein Alarm ausgelöst. Sehen Sie sich vor Ort um. Ich sehe nach. Könnte ein Fehlalarm sein. Drohne, Suche ausführen. Der Alarm ist vielleicht kaputt. Geh wieder auf Patrouille. Thank you.
Oh.